Limon, schön, dass ihr am Start seid heute mit mir in Berlin. Wir testen den günstigsten Burger in Berlin. Ihr habt richtig gehört. Ja, wir gehen direkt hin. Das ist hier um die Ecke. Geiles Wetter, ne? Absolut schön. Ich liege hier jetzt ein Geheimnis. Ich bin echt, glaube ich, fastfood-süchtig. Wenn ich keine Videos mache, ich habe so Bock auf Fastfood, so unendlich. Und wenn ich jetzt ein Video mache, ich habe so Bock, so ultimativ Bock jetzt auf einen Burger. Und der sieht auch noch hart geil aus. Er sieht hart geil aus mit so einem Patty Melt Sandwich Bun. Oh, da bin ich gespannt. Wir gehen jetzt hin. Da ist er. Stich draus, sieht geil aus von außen. Wie gesagt, das ist der günstigste. Aber wenn du das nicht weißt, würdest du es niemals denken. Also ich habe da mir TikToks angeguckt, ein Bild. Videos, was laber ich? Videos? Und der sieht Welt aus, soll. Also sieht wirklich krank aus. So, die Jungs wissen noch nichts von ihrem Glück. Hier ist der gute Laden. Ich finde, es sieht so geil aus, man. Das macht so viel aus, wie ein Laden von außen aussieht. Schön gemacht mit einem Rotfeld auf. Meine Lieben, grüß euch. Guck, also ganz chilliger, kleiner, entspannter Laden. Ich stehe jetzt in der Ecke, also hinter mir ist nichts mehr. Wir machen drei Runden, Leute. Drei Sachen sehen sehr heftig aus. Ich habe ja eben schon erzählt, weshalb ich da bin. Ich habe gerade ein Angebot. Zwei Burger 3,99. Also ein Burger 3,99, wenn man zwei Stück nimmt von den Patty Melt Burgern. Das ist zurzeit der günstigste Burger in Berlin. Deshalb bin ich hier. Und ich wollte von dir nochmal wissen, was sind das für Burger? Also ich habe Patty Melt, ja, weiß ich. Aber vielleicht hast du noch ein, zwei Worte für uns. Genau, der Patty Melt ist quasi ein klassischer Smash Cheeseburger, aber in unserem Brioche Toast. Das ist bei uns bei allen Burgern so. Deswegen nennen wir sie auch lieber manchmal Sandwich. Okay, ja, ja. Wenn du sagen würdest, was ist eure größte Waffe von den Sandwiches? Das Chicken Sandwich ist schon ein richtiger Brocken auf jeden Fall. Okay, ich nehme erst das Chicken Sandwich, dann nehme ich das Birria Beef und dann nehme ich den Patty Melt. Wie scharf willst du das Chicken Sandwich? Medium würde ich nehmen. Medium, genau. Dann machen wir es hier. Okay, geil, Mann. Ich freue mich. Also muss man auch dazu sagen, dieser Preis gilt nicht dauerhaft. Das ist ein Angebot. Normalerweise, was kostet er? Normalerweise 7 Euro und ja, zurzeit im Angebot 3,99. Uno. Korrekt, cool, Mann. Ihr seht's, er riecht so, wie er aussieht. Direkt schönes, süßes Paprikapulver. Oh, das riecht wirklich gut. Und mal was anderes. Da bin ich mal sehr gespannt jetzt. Schön weich, fühlt sich eher wie so ein Toast an. Also im Vergleich jetzt, klar. Das, was du optisch erwartest. Aber wenn man jetzt Smackburger zum Beispiel vergleicht, ist es schon anders von der Haptik. Ein bisschen vom Geruch auch so wie so ein Korean Fried Chicken, vom Geruch aber nur. Ganz saftig ein Biss. Medium scharf genommen, ist auch wirklich scharf. Das war das, was auch so saftig war. Krautsalat oder könnte man sagen, wie heißt es nochmal? Fällt mir jetzt nicht ein. Kennt ihr doch, was es immer dazu gibt. Schön harte Panade. Trotz der ganzen Flüssigkeit bleibt sie hart und knackig. Ganz zartes Hähnchen. Die Gurken kommen durch. Was wirklich bemerkenswert auch ist. Guck mal, wie saftig. Du merkst im Biss nicht, wirklich, dass jetzt diese Saftigkeit vom Kraut kommt. Ich gucke danach rein, sehe es. Habt ihr gesehen, wie der Vorgang bei mir war? Aber du spürst es vom Biss nicht. Es ist einfach saftig, es ist geil. Du merkst die tolle Konsistenz vom Hähnchen und auch die Saftigkeit verbunden mit diesem Knack von der Panade. Mega. Und auch geil. Sehr anderes, spezielles Feeling einfach mal. Du hast hier bei dem Hähnchen, hast wirklich dieses, ich sag jetzt mal in die Richtung Korean Fried Chicken, von den Gewürzen anders, aber vom Feeling her. Du hast dieses panierte Chicken mit Soßenfeeling, was du sonst von Korean Fried Chicken kennst. Aber wie gesagt, geschmacklich ein wenig anders noch. Aber verpackt in einem Burger. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sichere dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Weiches, teigiges Brot, gutes Brot. Ich habe jetzt öfter diese Patty Melts gegessen, das sehe ich schon auf der 2 rein vom Brot her. Knackigkeit vom Kraut, schon gut. Es kommt zum ersten Mal dieses schöne Paprikapulver und ich könnte wetten, das ist auch leicht geräuchertes Paprikapulver. Wir snacken weiter, dann sehen wir uns bei Runde 2. Runde 1, sehr gelungen. Also ich muss sagen, Runde 1, sie wirklich, sage ich so, ich würde jetzt niemals irgendein Mist labern, dann seht ihr im Video, ich laber was anderes. Ich kenne deine Videos, ich weiß, dass du ehrlich bist auf jeden Fall. Ja, und kritisch, aber das war stark. War wirklich stark, das ganz anders wirklich. Als so, was ich vorher an Chicken Burger gegessen habe. Ich muss mal gucken, Bewertung mache ich zum Schluss nochmal, was mir da zusammenmogelt, aber wirklich stark, da gebe ich die Faust drauf. Und für Medium war scharf. Der hat schon vernünftige Schärfe, aber ich glaube auch sehr scharf wäre für mich zu scharf gewesen. Geiles Brot auch, muss ich sagen. Guck mal nur so nebenbei, ne? Was hier los ist. Das ist schon heftig, Mann. Das direkt nach Eröffnung, kurz nach 12. Schon stabil.
viel Spaß bei Runde 2 mit geschmortem Rindfleisch aus der Brühe. In der Brühe schön geschmort. Was heißt geschmort? Geschmort kann man ja, boah, scheiß drauf, ich habe keinen Bock jetzt nachzudenken. Nachdenken ist nicht meins. In der Brühe schön geköchelt, so könnte man es vielleicht besser sagen. Ist das gleich oder nicht? Jetzt schon, ich habe mehrere gesehen, mehrere angeguckt. Die Röstung vom Brot ist schon immer leicht variierend. Oh, das riecht schon Zimt. Könnte ich wetten, ich rieche es doch. Schön, also mit Liebe auch hier wirklich aufgeschichtet, der Burger. Man sieht so ganz leicht die roten Zwiebeln da rauskommen. Die leichte Frische winkt einem gegen. Komm rein damit. Ganz leichte Zimtnote, schöner Rauchgeschmack. Rauch kann auch ganz böse kritisch werden. Jetzt kommt leichte Schärfe um die Ecke, gut gemacht. Allein der erste Biss in das knusprige Brot, denn dieses todessaftige Fleisch, es ist todessaftig, aber perfekt saftig. Nicht, dass du es jetzt einmal raufdrückst, alles rausläuft oder Mund irgendwie, gibt bestimmte Mundgefühle einfach auch mit Tomate teilweise verbunden. Wenn es nicht richtig gemacht ist, bockt es nicht. Aber hier, gut gemacht. Wirklich stabil. Auch der Querschnitt jetzt, wo man ein paar Mal reingebissen hat. Leichte Koriandernote, geil. Wenn man jetzt kein Koriander mag, schlecht. Aber im Dorf, wenn man offen dafür ist, geiles Upgrade mit den Koriander. Oh, unerwartet, kam jetzt sehr unerwartet. Auch echt stark vom Biss. Es ist so dick Fleisch drauf, du hast so einen dicken Durchbiss. Und diese Kombi irgendwie mit diesem Brot, was ja auch so, ich mag das Wort nicht, dieses Sapschige vom Brot im Biss mit diesem weiten, tiefen Fleisch. Und du hast so einen ganz durchdringenden, weichen, wie als würdest du in ein Kissen reinbeißen, in dickes, weiches Kissen. Das ist schon wirklich gut gemacht. Laden, wenn ihr mich fragt, der mal was anders macht, lohnt sich, freut mich. Deshalb mache ich das Video auch auf dem Erstkanal, war auf dem Zweitkanal geplant. Die machen wirklich mal was anderes, feier ich. Und meine Mission ist es doch auch immer, euch geile Läden zu zeigen. Das lohnt sich da, Leute, das lohnt sich, der Laden ist geil. Nur leichtes Salz, Koriander im Hintergrund. Ich werde es noch oft in diesem Video hören, aber das Brot ist Welt. Ich snack auf, wir sehen uns jetzt bei der entscheidenden Runde für den günstigsten Smash-Burger in Berlin. So. Ab geht's. Also der Chef wollte noch mal ein, zwei Worte sagen zu der Idee und wie das hier gekommen ist. Genau, alles. Also wie Holle schon gesagt hat, wir machen ganz klassisch so eine Art Cheeseburger, aber wir wollten es halt eben nicht auf einem normalen Burger-Bun machen, weil wir gemerkt haben, ey, es gibt hier so viel Wandel und jeder macht gerade Smashburger, 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 zumindest damals, als wir aufgemacht haben in Berlin. Sieht man ja jetzt, alle benutzen Martin's Bun, alle machen es so und wir wollten sozusagen das Beste von beiden kombinieren, dieses Smash Patty für diese Crossheit, einfach weil es uns am besten schmeckt. Wir sind große Goldies-Fans gewesen oder immer noch, aber dann halt mit dem Brot und auch mit der Ranch-Soße einfach nochmal so einen viel klassischeren Geschmack reinbringen. Geil, und das Weiße da auf dem Burger, das war eine Ranch-Soße, ne? Genau. Weil da wusste ich nicht den richtigen Ausdruck dafür. Ja, okay, ja, das Ranch-Soße ist einfach so eine gepimpte Mayo mit ganz viel Essiggurkensaft, damit es diese Säure kriegt. Wir wollten halt nicht klassisch dieses Ketchup-Mayo-Senf-Ding machen, sondern Senf kommt nur aufs Patty, wenn es geflippt wird, für so ein bisschen eine Note und sonst halt so eine Mayo-Soße, weil es uns einfach am besten geschmeckt war hat. War mega lieb. Also ich sag, wir machen jetzt weiter im Video. Aber danke erstmal für die Infos. Kussi, danke, danke. Geil, danke dir. So, da ist er. Der günstigste Burger in Berlin aktuell. Das sieht schon gut aus, ne? Er sieht sehr gut aus. Wenn dir den jemand mitbringt und dir sagt, das ist der günstigste in Berlin, denke, du willst ihn verarschen. Kann natürlich nicht gerade stehen, wie lange so ein Angebot gilt, aber aktuell der günstigste Burger in Berlin. Ich sehe schon. Das wird matchen. So eine geile Mayonnaise-Soße obendrauf. Oh, und das ist so weich, das Brot gerade. Ich mache es eigentlich ungern immer, aber ich klappe so ein klein bisschen auf. So flauschig, weich wie eine Wolle. Ach, das, nee, darf man nicht rausmachen. Das habe ich mir letztens noch mal sagen lassen. Mach ich immer falsch. Doch, ich muss aber wegen dem Knister, wegen Mikro, Leute. Super Röstung, merkst du direkt. Ungewöhnlich früh für einen Burger kommt die Süße rein, aber nicht schlecht, positiv, ist mal was anderes. Gute Käsewahl, mild, nicht zu intensiv. Ein Burger darf nicht zu käsig sein. Milder, entspannter Schmelzkäse. Leichtes Gurkenfeeling. Soße unterstützt, harmoniert wunderbar mit den Gurken. Als wir gesagt, kritischer Faktor, falsch gemacht, versaut den Burger. Hier überhaupt nicht. Schöner Querschnitt vom Burger, Leute. Ich hoffe, ich kriege ihn so hin, wie ich ihn gerade sehe. So sehe ich ihn gerade. Schöner Querschnitt, oder? So wollen wir einen Burger sehen.
geile Peak-Momente. Mit Peak-Momenten meine ich am Anfang die Süße, jetzt hast du so einen Gurken-Peak, aber geil, nicht stören, sodass du denkst, oh nervt, das ist doll, sondern punktuell geile Momente, wo einzelne Komponenten rausstechen und in den Vordergrund kommen, aber dann auch wieder verschwinden und dann hast du einen ausgewogenen Burger. Geile Würzigkeit im Hintergrund. Kommt ganz hinten am Gaumen, dringt aber nicht durch, du nimmst es wahr, aber merkst so kräuterartig, sag ich mal. Kommt aber nicht ganz durch, überlegst dir, was ist das? Geil. Einfach geiler Background-Geschmack, Hintergrund-Geschmack, Hintergrundnote, besser gesagt. Fleisch kommt wieder rein, Röstung. Teigigkeit vom Patty Melt, super. Wirklich, kann's nur immer wieder sagen. Dieser Matsch-Effekt vom Teig, klasse. Ich glaube, ich gebe ihm direkt Bewertung gleich. Letzten Moment noch mal so ein ganz kleiner Hauch, aber irgendwie wirklich nur punktuell, ganz klein bisschen. Dafür fehlen die Restkomponenten, aber dieses Brot-Feeling, Teig-Feeling, ganz leichter McDonald's-Schimmer. Aber wirklich nicht so wie bei anderen, die McDonald's ja nachmachen, besser. Also vom Brot-Feeling. Wir hatten auch schon in Hamburg den günstigsten Burger Hamburgs, der auch stabil war, so ein bisschen gehinkt hat. Also für den Preis gerade ist es krank, wirklich. Würdest du niemals denken, dass der 3,99 kostet. Wohlgemerkt, wenn du zwei kaufst, gib denen gleich Feedback. Also, ich habe jetzt getestet, dass der Chef hier übrigens. Hey. Dave war das? David. 50%, mein Partner ist gerade zu Hause. Alles klar. Okay, ja. Aber einer von den beiden Chefs. Mein Urteil insgesamt, ihr macht zwar das, was unendlich andere Leute machen, Burger, aber ihr macht es komplett anders. Also ihr habt da einfach Akzente, die ihr setzt, die für mich sehr kreativ sind, ausgefallen sind, die einfach stimmen. Passen weiß geschmacklich, nicht. Einfach weiß was anderes nicht. Machen, ja, ja. Ist immer das eine, aber es muss auch passen. Ich gebe euch echt durchweg für alle Burger 9 von 10 Punkten. Ey, freut mich wirklich. Sehr gerne. Sehr starke Dinge, also für euch Leute müsst ihr unbedingt testen. Freut mich richtig. Ja, mich auch. Die Kuss, danke, dass ich hier filmen durfte. Auf jeden Fall. Ne? Immer wieder gerne. Immer ja, wieder cool. Gerne. Cool. Und für euch Leute, lasst den Daumen oben scheppern. Gerne einen Kommentar da lassen und das Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke.